Oriental Night wird präsentiert von Kaya Shisha. Enjoy with style. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu Oriental Night. Es ist Mittag und wir sind nicht im Studio. Nein, liebe Freunde, wir sind in der Hafen City. Der Sprung über die Elbe, unter anderem mit dem Maritimen Museum und eines der schönsten und neuesten Stadtteile und eines der schönsten Projekte der schönen Stadt Hamburg. Aber darum geht es heute nicht, auch wenn man einen tollen, stylischen Blick hat Richtung Hafen City. Heute, liebe Freunde, geht es um die Speicherstadt. Ja, das alte Gemäuer seit 1991 unter Denkmalschutz. Früher roch hier alles nach Gewürzen, Kakaobohnen, Kaffeebohnen und alles, was dazugehört. Aber viele Dinge ändern sich mit der Zeit. Ja, im 21. Jahrhundert, das Leben wird schneller, Dienstleistung steht ganz weit oben. Und was passiert eigentlich mit dem Handel? Das wollen wir heute versuchen zu erarbeiten für euch daheim. Und heute würde ich sagen, ist Oriental Night eine wirkliche kulturelle Sendung. In diesem Sinne, ich gehe rein, auch wenn man es nicht glaubt, es ist arschkalt. Also folgt mir ganz unauffällig. Bitte, geh fort. Nein. Ja, bitte, okay, gerne. Alles klar. Gut, dass du kommen konntest. Sehr gerne. So, jetzt gehen wir hier vorne. Ne? Ist ja kalt hier, ne? Ja, das ist schon ganz schön kalt. Da kann man irgendwo sitzen. Hinter der Platz, such dir was aus. Dann gerne hier. Ja. Auch rechts sitze ich einmal. Das passt ja immer auch bei mir. Ja, ich glaube, dann habe ich die. Der erste Clip des Abends, der lief, liebe Freunde, und wir sitzen jetzt nun bei Georg Steinbach und ja, hier im Teppichladen, liebe Freunde, beim Teppichhandel ist das verdammt kühl in der Speicherstadt. Ich würde ja gerne wissen, ist das Absicht oder wollt ihr immer die Leute vergraulen? Was ist der Witz daran, Georg? Das ist so, die Teppiche, die müssen immer frisch und knackig bleiben. Nein, Spaß, Spaß. Nein, es ist so, diese Lageranlage hier, die ist ja über 100 Jahre alt. Und da waren damals nicht vorgesehen, dass die irgendwie beheizt werden sollen. Und später hat man das nicht umgerüstet. Okay. Ne? Es wird mal irgendwann, wird's, wenn umgerüstet, wenn wir hier modernisieren. Aber das ist, bleibt noch offen im Moment. Ne? Aber im Moment ist es so, dass hier keine Heizung vorgesehen ist. Ich habe mir mal sagen lassen, ich habe mich auch vorher ein bisschen schlau gemacht, dass grundsätzlich aber die Temperatur gut ist, A, dass so ein alter Perser halt länger hält, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, war das witzig gemeint? Nee, aber ist ja wirklich so, ne? Grundsätzlich darf es also, ja nicht zu warm sein. Kühl und trocken, ne? Das ist natürlich auch gut, wenn Motten, Ungeziefer oder sowas, dass das weg ferngehalten wird. Aber das hatte auch damals so ein bisschen auch Sinn gehabt, weil ja auch andere Sachen hier gelagert worden sind, wie Kaffee, Kakao, Gewürze. Und das musste schon irgendwo ein konservierteres Klima haben. Und da war das eigentlich ganz gut angebracht. Im Sommer herrschen hier eigentlich tolle Temperaturen. Dann ist es eher kühl hier und man kann hier das wunderbar aushalten. In den meisten Räumen, wo man sich hier bewegt, riecht es ja sehr stark nach Gewürz oder Kaffee. Bei euch ist es noch aber relativ entspannt, ist nicht so stark. Ja, es waren ja nicht alle Lager damals hier für Gewürze und Kaffee sozusagen genutzt, sondern es wurden ja auch teilweise andere Produkte wie Möbel oder halt Teppiche oder auch Felle. Halt alles, was so international gehandelt worden ist, hat man hier gelagert. Aber in manchen Lagern, da hast du recht, da kriegst du auch noch in 100 Jahren, kriegst du da die Gerüche von den Gewürzen nicht mehr raus. Wenn man viel in so einer Teppichwelt lebt, ja, ich meine, ich sehe hier so viele verschiedene Farben und Facetten.
Draußen spürt man diesen alten Flair nicht. Ja? Man früher wusste man immer, wenn man in die Speicherstadt fährt, dann riecht das so schön. Dann sieht man so viele Möglichkeiten und so viele Farben. Aber vieles hat sich durch die Veränderung der Hafen City verändert. Was genau hat sich denn für euch verändert in diesem ganzen Prozess? Naja, also was sich hier bei uns stark verändert hat, uns Teppichhändlern, ist natürlich das Zolltechnische. Im Grunde genommen. Ne? Damals, wo das hier noch alles Zollfreilager war, da hatten wir hier freies Handeln. Wir konnten hier alles lagern und weiterhandeln. Da hat keiner nachgefragt. Jetzt ist es leider so, dass alle Bestände, die man hier in den Zollfreilagern hat, gelistet hat und dass man hier zum Beispiel jetzt verzollte Ware nicht handeln darf oder lagern darf. Und dadurch ist natürlich ein erheblicher Verschwierigungsgrad des Handels entstanden. Was ja auch früher oder beziehungsweise jetzt vielleicht auf der anderen Seite ein Vorteil sein könnte, ist, weil das ja ein Zollhafen war, konnten ja die normalen Bürger nicht unbedingt hierher kommen, sondern jetzt hat man ja mehr Möglichkeiten, dass auch der normale Bürger über die Grenzen des Zollbereichs hinaus hierher kommen kann. Merkt man da mehr Bewegung diesbezüglich? Auf jeden Fall. Also damals konnte man hier Fußball spielen. Letztendlich, da konnte man parken, wo man wollte. Man konnte laufen, ohne zu gucken, ob ein Auto kommt, weil hier war keiner. Hier hat sich auch keiner reingetraut, mal mit dem Auto. Gut, zu Fuß war was anderes. Aber hier war ja auch der Zoll teilweise so streng, dass man da so stark kontrolliert wurde, wenn man da irgendwas bei sich hatte, ob es Zigaretten waren und da ist vielleicht irgendwie die Marke mal abgegangen oder man hat einen Teppich gehabt als Fußmatte, dann wurde das gleich, als zolltechnischer Gegenstand behandelt und man hat sehr viele Schwierigkeiten gehabt und deswegen hat man eigentlich diese Area gemieden. Jetzt, wo das jetzt natürlich weg ist und die vielen Museen da sind und die ganzen Tourismusattraktionen, kann man schon fast sagen, dass das hier mit Tourismus überschwemmt wurde und das ist eine ganz, ganz andere Bewegung zu damals. Nichtsdestotrotz frage ich mich, wenn man jeden Tag gerne in die Speicherstadt reinkommt, ja, hat das noch so ein Flair wie früher durch die Veränderung der Zeit? Oder ist das schon manchmal so, dass vielleicht als Kulturliebhaber, ich meine, ihr habt ja Teppiche, die sind mehrere hundert Jahre alt, grundsätzlich ist ja die Speicherstadt uralt, ja, wir haben gesagt 1880, aber ich stelle mir manchmal die Frage, hat man noch das Gefühl von früher oder denkt man, zu viel modern schadet uns auch irgendwo? Du, wir kommen uns hier eigentlich in diesem Bereich hier, in unsere Speicher, hat sich für uns persönlich vom Gefühl her nichts verändert. Wenn hier die Tür zu ist, ist alles noch wie vor 50 Jahren. Ne? Erst wenn man rausgeht im Grunde genommen und man sieht dann die Neubauten, dann hat man natürlich einen ganz anderen Eindruck. Ne? Aber so allgemein hier für uns ist alles immer noch beim Alten geblieben. Ne? Hat sich eigentlich früher hat man, du sagtest das ja selber, so die Hafen City war ja mehr, also Zollhafen, es war ja quasi so ein Schnittpunkt oder ein Punkt für die Logistik. Ja? Man hat die alles zwischengelagert, man hat dann alles rausgegeben. Hat sich diesbezüglich was verändert? Weil A, die Zeit wird schneller, wir haben das World Wide Web. Die Leute, kann ich mir vorstellen, ich kann mich nur irren, du musst mich ja dann korrigieren. Aber kommen die Leute, beziehungsweise haben die Leute so viel Interesse, Dinge noch anfassen zu wollen durch den Zeitwandel? Und wie wirkt dir da entgegen, wenn sich Dinge ändern? Es kommt letztendlich auf das Produkt an. Wenn es sich um Produkte handelt, die man kennt, wo man weiß, was es ist, ist klar, sowas muss man nicht unbedingt anfassen und da muss man nicht unbedingt jetzt hierher kommen, aber es gibt sowas wie zum Beispiel Teppiche hier, da geht es um jedes einzelne Stück, das muss man vor sich sehen, das muss man fühlen. Ich meine, das sind ja auch keine 5-Euro-Artikel, wenn man da mal von ausgeht, ne? Da geht es manchmal um ein paar tausend Euro oder zigtausend Euros und da müsste man schon wirklich vor Ort sein, wenn man da die richtige Auswahl treffen möchte. Ne? Und deswegen sind wir dann auch hier noch geblieben. Also Dinge ändern sich auf jeden Fall, auch hier. Aber wir können in der Zwischenzeit mal eine Pause machen. Mhm. Können wir uns ja mal noch ein bisschen umschauen. Liebe Freunde, und währenddessen schaut ihr euch den nächsten Clip des Abends an. In der Zwischenzeit habt ihr natürlich die Möglichkeit im World Wide Web, sei es mal euch mal schlau zu machen, was, vielleicht habt ihr so einen teuren Perser zu Hause. Ja, einfach mal gucken, bei Omi Opi, immer schön unter den Teppich gucken. Da gibt es bestimmt so Hinweise, woher so ein Teppich kommen kann.
Wie es genau funktioniert, wird uns Georg noch heute im Laufe des Abends erzählen. Ihr schaut euch den nächsten Clip des Abends an und ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Willkommen zurück bei Oriental Night, liebe Freunde. Wir sind immer noch hier in einer wunderbaren Einrichtung, hier in der Speicherstadt und sitzen immer noch so auf wunderbaren Sesseln oder Stühlen. Ich meine, ich weiß, schwierig sowas heute zu benennen, weißt du? Früher ist es halt ein bisschen anders. Worauf sitzen wir hier eigentlich? Sind das auch so Antiquitäten? Ja, das sind antike Stühle. Ich würde mal sagen, dass die so aus die Biedermeierzeit kommen. Und da, wo du drauf sitzt, das ist so... Ja, wie hieß es nochmal? Na? Na? Georg? Ich glaube, ich hol Fadas. Ja, warte mal, ich hol dir mal jemanden. Hol mal. Fadas! Ja. So, der Chef muss höchstpersönlich kommen, wenn man der junge Manager hier im Hause ein paar Schwierigkeiten hat. Aber es ist, dafür haben wir die alte graue Eminenz hier. Er weiß Bescheid, er ist der Big Boss, der wahre Chef hinter dem Ganzen, den man selten... Komm, setz dich zu uns. Schönen Abend, Messi. Sei gegrüßt, hallo. Hi, mein lieber Schwiegersohn. Wir haben gerade, das war die Frage, was für eine Zeit das ist, weißt du das? Müsste so 1880 sein hier, 1900. Tja, so sieht's. Das ist nun mal der Experte, ne? Da. Ein bisschen älter wie ihr. Erzähl uns doch mal, sag mal, wann ging es eigentlich hier in der Speicherstadt mit euch los? Das ging eigentlich los, so 1950 ist das losgegangen. Als mein Vater von Breslau, von Schlesien hier rüberkam, nach dem Krieg. Hier hat er auch meine Mutter kennengelernt, was eine Adler war, eine geborene Adler. Und dann hat er hier das aufgebaut, die haben hier geheiratet, wollten aber eigentlich nach Israel auswandern, was dann nicht ging, weil meine Mutter verstorben ist, sie wurde schwer krank. Ja, sie ist 27 Jahre alt geworden und dann blieb mein Vater hier. Und wir haben das dann hier, er hat das weitergeführt, bis er eben gestorben ist. Und ja, was kann man dazu sagen? Wir sind seit 70 Jahren hier, fast. Also in der dritten Generation quasi jetzt übernommen, ne? Genau. Und heute leitet es mein Schwiegersohn, mein Sohn, David Rosenberg, der steht da hinten. Und ja, wie gesagt, wir machen, sehen Sie, Reparaturen, Orientteppiche, Restaurationen machen wir. Und das ist eigentlich das, was unser Image ist, Restauration. Eine Frage habe ich da noch, wenn man so viel mit Teppichen zu tun hat, haben Sie zu Hause überhaupt noch Teppiche oder haben Sie keine Lust mehr drauf? Wir haben eine ganze Menge davon. Wahrscheinlich Boden, Decke, Wände. Nein. Wir lieben Teppiche. Klassische Teppich ist das Beste, was es gibt. Ein Orientteppich ist ein Orientteppich, da kommt nichts gegen an. Aber woran liegt es, dass zum Beispiel in den letzten Jahren der Teppich grundsätzlich so ein verstaubtes Image hat, dass ja Menschen gibt, ich kenne da ja ein paar, die schmeißen einfach mal ihre Teppiche weg. Ach, altes Ding, wer braucht das schon? Wer das macht, macht eigentlich einen Fehler. Er weiß nie, was er hat. Teppiche, was von Oma, von Vater ist, sollte man nicht wegschmeißen, weil alte Teppiche sind Gemälde und sind auch genauso teuer. Wir haben hier hinten zum Beispiel, hier liegt einer, dieser da, der wird ungefähr bei 180.000 wird der geschätzt. Das sind Teppiche, wo man sagen tut, das sind wie Bilder. Teppiche sind Bilder und die sollte man nicht wegschmeißen. Wer das macht, macht einen großen Fehler. Man sollte immer Experten fragen, was es ist, woher er kommt und was er wert ist. Und Teppiche kommen auch wieder. Mode ist zwangsläufig eine Zeit und die geht eine Zeit und dann geht sie wieder. Ja, das glaube ich auch. Wieder. Alles kommt wieder, nichts ändert sich. Alles kommt wieder, nur die Haare nicht. Aber im Grunde... Ja, ich hab noch welche davon. Bei mir wird es weniger, das ist ja das Problem. Aber ich glaube, eine Sache gibt es, man verpackt das nur anders, weißt du? Irgendwann heißt es nur Retro-Style. Aber das Ding ist, ich weiß es von meinen Familien und so, die haben ja auch immer alte Teppiche gehabt. Leider sind die irgendwie irgendwann verschwunden. Und ich vermisse diese Zeit aus den 80ern noch. Wie ich auf Teppichen... Ja, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja, man muss solche Teppiche... aufheben. Man muss sie pflegen, man muss sie hegen und dann halten sie auch und dann sind sie auch was wert. Wenn ein schönes altes Auto schmeißt man ja auch nicht weg, nur weil der Kotflügel kaputt ist. Und wenn was kaputt ist, macht man es heile und dann ist es wieder was wert. Dann behält es seinen Wert. Also bei meinem Lohn bei Hamburg 1 schmeiße ich immer mein Auto weg. Kauf mir ein neues. Puh, ich bitte dich drum. Pass mal vor, wenn du eins aus die 20er Jahren, einen alten Horch, einen alten Mercedes, den schmeißt du bestimmt nicht weg. Und genauso manche Leute schmeißen den alten Horch weg. Aber eine Sache, sage ich mal, wir hier als Orientaler, vorbildhaft sind wir nicht, ne, in der Hinsicht, liebe Kollegen, weil wir laufen hier die ganze Zeit mit den Schuhen auf den Teppichen. Bei meiner Mama wird das nicht einfach mal so hier Teppich. Zu Hause nicht. Hier kann man es machen und guter Teppich, das macht ein Teppich gar nichts aus. Ein guter Teppich hält.
So. Und wie ein guter Teppich gepflegt und gehegt werden muss, das werden wir gleich gemeinsam erfahren, weil wir werden hier noch einmal die Fronten wechseln. Wir werden ja heute ein bisschen so das Innenleben der Teppichkultur für euch herauskristallisieren und zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und deshalb möchte ich vor allem gleich mal von dem jungen Meister da hinten mir zeigen lassen, wie man so einen Teppich richtig aufarbeitet und aufhübscht, damit der wieder mal 180.000 Euro wert ist. Apropos, Erto, hol mir schon das Auto. Ich habe da einen Teppich gefunden, den ich mitnehmen will. Ja? So nach der Werbung seht ihr natürlich mehr oder weniger, je nachdem. Willkommen zurück bei Oriental Night, liebe Freunde. Atif sitzt hier, er ist der Aufhübscher, er ist der Knüpfer vom Dienst. Atif, wie lange sitzt du eigentlich hier schon an diesem Teppich? Seit einem Tag, zwei Tage. Was, für diese 3 Zentimeter? Das dauert sowieso, ja. Also 3 Zentimeter, ein Tag. Da brauchst du für einen Teppich wie lange? 1200 Jahre? Nee, ein paar Tage muss das sein. Also ein paar Tage sitzt man schon hier. Und was genau so ein Teppich ausmacht, das kann uns eigentlich David erzählen. Den holen wir nämlich auch zu uns. Ja? Komm zu uns, David. Du musst uns ein paar Detailinformationen geben, weil ich möchte den Atif ja nicht zu sehr beanspruchen, der zu viele Fragen stellt. Er muss das ja alles machen. Ist das so ein klassischer Auftrag eigentlich, wenn man so Teppiche aufhübschen möchte, dass man sehr oft auch die Ränder korrigiert? Ja, eigentlich ja. Das ist ein ganz alter Teppich, so ein sogenannter Patau. Chinese ist das. Entschuldigung, ein wer? Ein Patau. Patau, okay. Patau, Chinese ist das. Okay. Das ist ein altes, antikes Stück. Es ist fast 100 Jahre alt, wenn sogar noch ein bisschen älter. Diese Teppiche werden natürlich auch durch Museen oder durch alte, spezielle Leute, die jetzt zum Beispiel so einen alten Teppich haben, dann lassen sie den natürlich restaurieren. Das ist ganz klar, weil so ein Teppich hält zwar ewig, aber auch der beansprucht auch mal eine Pflege oder eine Reparatur. Warte, ich unterbreche ja meine Gäste ungefähr. Der ist 100 Jahre alt? Der ist doch niemals aus wie 100 Jahre. Aber ist er wirklich? Ist er wirklich? Der ist 100 Jahre alt. Aber was muss man machen, dass man so einen Teppich so gut zu Hause vor allem pflegen kann, wenn er schon so alt ist? Aufpassen. 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 Und dann, was sind denn so die größten, oder sagen wir es mal so, was ist das Wichtigste oder was sind die Fehler, die so ein Inhaber eines Teppichs meistens zu Hause macht? Ja, oder welche Korrekturen müssen am meisten durchgeführt werden bei solchen Teppichen? Fransen zum Beispiel. Fransen, da wenn die Teppiche liegen und der Teppich wird oft begeht, dann ist das auch mal, dass die Fransen auch mal abnutzen. Und dort, oder besser gesagt, werden dort die Fransen eigentlich auch sehr beansprucht. Und das benötigt eigentlich die meiste Reparatur. Also das, da bedarf eigentlich die meiste Pflege. So, also Teppich, 100 Jahre alt, Pantau, Chinese. Ja, apropos China. Ich dachte jetzt so, wenn es um Teppich geht, Georg, sind es ja eigentlich so die Orientaler, die Königsteppichmuster und Versionen herstellen? Dachte ich. Nein, jede Kultur hat im Grunde genommen ihre Teppichproduktion. Und die ist auch ein paar hundert Jahre alt. Also es gibt Chinesenteppiche, die auch 300 und 400 Jahre alt sind. Die Türken zum Beispiel, die haben auch ihre eigene Teppichknüpfkultur. Die Inder haben ihre Teppichknüpfkultur. Sogar in Afrika gibt es Teppichknüpfkultur. Und bloß der iranische Teppich, der hat sich da, sagen wir mal, so rauskristallisiert. Der hat den meisten Boom erwischt. Und deswegen denkt man, wenn man jetzt Teppiche hat, denkt man immer gleich an den persischen Teppich. Mhm. Aber das ist nicht richtig. Also ich sag mal so, in jedem Land, welches so eine höhere Kultur hat vor allen Dingen, sind Teppiche vorhanden und haben auch ihre eigene Knüpfkultur. Also, ich habe schon, dein Vater ist auch gefragt, hier Teppiche. Wie viele Teppiche hast du zu Hause? Ich bin ja etwas moderner, aber ich habe auch Teppiche zu Hause. Das mal außer Frage. Also ich habe auch Teppiche zu Hause. Wie viele im Ganzen sind das ganz genau 3 Stück? Einmal im Zimmer, einmal im Flur und einmal bei mir im Zimmer. Und das sagt er nur, weil der Vater da hinten steht. Sonst würde er sagen, wer braucht schon einen Teppich heutzutage? Ich habe Marmorstein, Boden schwarz oder so. Sowas in der Art. Ja, ich habe leider keinen Teppich zu Hause. Leider. Ich heule schon hinter dem Teppich meiner Eltern hinterher. Wenn ich überlege, als kleiner Junge, wie ich auf diesen Teppich, der war immer so weich. Der war bestimmt seine 30 Jahre, 40 Jahre heute alt.
Mann, den müsste ich irgendwie verhökern. Nein, Quatsch. Finden müsste ich den als erstmal. Erstmal finden und dann bringst du ihn zu uns und dann machen wir den wieder fertig. Ja, natürlich. Dann restaurierst du ihn 300 Jahre, dann hat er schon allein so Wert gewonnen. Ganz genau. Aber was ich dir nochmal sagen wollte, was unbedingt sehr wichtig ist, was Teppiche betrifft. Wann muss ich meinen Teppich mal mir Gedanken machen, wann der überhaupt mal fertig gemacht werden muss, repariert und gewaschen. Das Schlimmste, was den Teppich heutzutage beansprucht, sind Sandkörnchen, die man sich von draußen in den Schuhsohlen eintritt und die sich erst im Wollflor lösen und ins Grundgewebe reinfallen. Und deswegen hat man damals die Teppiche geklopft, damit die nämlich da rausgehen. Und heute macht man das nicht mehr. Heute macht man das, vertraut man theoretisch auf seine Sauger, auf die Klopfsauger und wie die auch alle heißen. Aber funktioniert das so wie nein, früher? Nein, das geht da leider nicht. Wenn man jetzt einen Sauger hat, der zieht oben die Fasern zusammen und das, was im Grundgewebe ist, das bleibt dort letztendlich haften. Das hat sich ja auch dort schon mittlerweile so ein bisschen verkantet. Und das ist das Problem, weil im Grundgewebe bei Betretung schneiden dann diese Sandkörnchen an den Fasern und lösen die einzelnen Knoten auf. Und dadurch tretet sich der Teppich ab. Weil wenn man richtig normalerweise mit einem Teppich umgeht, dann tretet der sich auch nicht ab, auch wenn man ihn benutzt. Okay, gut zu wissen. Also, liebe Freunde, wollt den Teppich hegen und pflegen, müsst ihr ihn an die richtige Adresse geben. Hey, das hat sogar gerannt, merke ich gerade. So, die Schere brauche ich mal. Der nächste Clip des Abends, der kommt jetzt und währenddessen könnt ihr euch ja weiterhin informieren. Ihr könnt zum Beispiel auf die Website gehen und euch mal genau angucken, was ihr zu Hause habt. Ich habe eine Schere gefunden. Diana, Haare schneiden? Nein, nicht Haare schneiden. Also ich dachte, ich werde nur zum Friseur irgendwann zurück. Also kann man machen. Atif ist immer noch fleißig dabei. Restauriert, repariert und hübscht es auf, liebe Freunde. Und ihr schaut euch währenddessen den nächsten Clip des Abends an. So, willkommen zurück aus dem Videoclip, liebe Freunde. Wir sind weiter hier noch bei Artif und Georg ist auch an unserer Seite. Wir haben einfach mal den Teppich mal gewechselt. Nicht den Ort, aber nur den Teppich. Was ist das für ein Teppich, Georg? Ist das auch wieder so ein spezieller, ganz Oldschool-Alter? Ja, es ist ein älteres Stück hier, so circa 70, 80 Jahre alt. Ein sogenannter Dorfteppich. Das wird von Nomadenvölkern wird das geknüpft oder wurde das mal geknüpft und wir sind jetzt hier an starke Restaurationsarbeiten. Der Teppich, der hat leider nicht so eine tolle Pflege in letzter Zeit gehabt und dementsprechend muss jetzt hier viel dran gemacht werden. Ich sehe bei Artif hier ganz besonders, diesmal macht er komplett was anderes. Bei dem waren das eher so die Ränder, aber diesmal ist er wirklich so mitten im Teppich drin und verändert oder erneuert das Ganze. Das ist eine Erneuerung, das ist also sozusagen ein Mottenschaden. Da hat sich eine Motte sich gut über Jahre bedient und sowas muss dann theoretisch neu wieder reingeknüpft werden in den Teppich, damit diese ganzen Löcher wieder weg sind. Ne? Aber weißt du, ich stelle mir immer folgende Frage, wenn so ein Teppich dann wirklich diese Löcher hat, wie schafft man das, dass man auch noch die Farbe, so, ich meine, die Farben sind ja so vielfältig. Das ist ja die hohe Kunst. War ja klar, dass man... Man kann da auch einen Flicken reinnähen. Dann ist da auch das Loch weg. Aber die Kunst da drinne, die richtige Kunst, das sind ja Meister, die wir hier haben, liegt darin, Reparaturen so auszuführen, dass man sie nachher nicht mehr mal sehen kann. Sogar vom Profi-Auge, dass man sie nicht mal mehr sehen kann. Ne? Es wird viel verkehrt gemacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und zwar, wenn du mal hier siehst zum Beispiel, da fehlt der halbe Teppich. Da hat man, anstatt den Teppich zu restaurieren, hat man einfach die Fransen abgeschnitten und befestigt und hat damit letztendlich den halben Teppich weggeschnitten. Das wird nachträglich hier nochmal angeknüpft. Okay. Zum Beispiel. Dann hat der Teppich wieder seinen kompletten ursprünglichen Format und ist auch dementsprechend hat dann wieder seinen Wert. Mhm. Ne? Hier haben wir noch zum Beispiel kaputte Kanten. So sieht das aus. Eine Kante ist theoretisch die Stoßstange eines Teppichs. Wenn die kaputt gehen, ist das das Signal, dass man da reparieren muss. Genauso wie bei den Fransen im Grunde genommen. Die Fransen ist das Kettmaterial. Das ist theoretisch die Faser, auf die einzelnen Knoten geknüpft worden sind. Und wenn man da jetzt zu viel drauf tretet, ist es natürlich, da geht es als erstes kaputt. Und diese Befestigung, die du hier siehst,
Die geht dann auf und dann verliert der Teppich einzeln die Knoten. So, und dann fängt man an, dann alle Knoten rauszunehmen, damit das wieder gerade ist und zu befestigen, das war es dann. Aber das ist nicht richtig gemacht. Da müssen neue Fransen ran, neue nachgeknüpft werden und dann ist das auch wieder in Ordnung. Das ist nämlich das Gerüst des Teppichs. Hier, die einzelne Franse. Ne, das ist ein Baumwollfaden, der im Grunde genommen um ein Knüpfstuhl rumgemacht wird und dann wird dann darauf geknotet. Und wenn das kaputt geht, fällt natürlich der ganze Teppich kaputt. Macht man das eigentlich noch heute, dass Teppiche, ich dachte so im 21. Jahrhundert gibt es Riesenmaschinen. So, und dann werden die Teppiche, keine Ahnung, Computer XY eingetippt und dann sieht es trotzdem aus wie ein Perser, aber wahrscheinlich produziert, keine Ahnung, made in Ostasien? Gegen einen echten handgeknüpften Teppich kommen bis jetzt keine Maschinenteppiche an. Es gibt Maschinenteppiche, die knüpfen oder fertigen meterweise Teppiche, die dann zusammengeschnitten werden. Aber das kann man nicht damit vergleichen. Das kann man vergleichen, ein echtes Ölgemälde, welches mit der Hand gemalt wird und ein Druck. Im Grunde genommen. Ja, das hat irgendwo, findet das vielleicht dieselbe Funktion, aber ein Original bleibt immer ein Original. Was sind denn sonst andere Problematiken bei so einem Teppich? Also was kommt auch häufig vor, was ein Teppichbesitzer zum Beispiel selten sieht, vielleicht auf den ersten Blick? Gibt es so Dinge, wo man schon sieht, oh, der Teppich muss gepflegt werden oder gereinigt werden oder was auch immer? Ja, also wie schon gesagt, es geht viel um die Körner, die man da im Grundgewebe hat, die man mit normalen Staubsauger nicht rausbekommt, die definitiv geklopft werden müssen, was heute keiner mehr macht. Aber wenn ich es könnte und ich hätte einen Garten, ja. Wie oft müsste ich es dann eigentlich machen? Einmal im Jahr. Einmal im Jahr Teppich klopfen würde reichen, um diese groben Schäden sozusagen zu vermeiden. Es sei denn, die Mutti erlaubt es einem nicht, mit den Schuhen in die Wohnung zu gehen. Das stimmt auch. Aber ich sag mal so, es spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Wenn jetzt ein Teppich in der Wohnung ist und wir haben jetzt Sommer und Winter, dann wird viel geheizt und ein Teppich hat ja ein Fettgehalt der Wolle. Mhm. Und der durch die Benutzung wird er auch immer weniger. Und dann wird dann die Faser mit der Zeit trocken und fängt an zu splissen. So wie die Haare halt, das ist ja genau dasselbe, ne? Ja. Diana kennt das ja. Ja, und dann letztendlich nimmt der Flor auch immer mehr ab. Das kann man zum Beispiel dann verhindern, wenn man alle 4 bis 5 Jahre eine Teppichwäsche macht. Dann hat man sowieso den ganzen groben Schmutz raus aus dem Teppich und kann natürlich dann in Verbindung dieser Teppichwäsche eine Rückfettung machen. Also, ganz einfach, ganz simpel, liebe Freunde, das sind die Pflegetipps vom Profi. Wenn ihr so einen Teppich einfach mal ganz ordentlich zu Hause auch pflegen wollt, das Wichtigste, das kommt nämlich später. Wir früher in Anatolia, ja, haben Teppich gewaschen, liebe Freunde. Zuerst geklopft und dann gewaschen, Hosen hochgekrempelt, rauf auf den Teppich und dann original. Das machen wir nämlich auch heute, liebe Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber zuvor eine kurze Werbeunterbrechung und danach geht's hier weiter. Also dranbleiben. Willkommen zurück aus der Werbung, liebe Freunde. Alexander ist weiterhin an meiner, beziehungsweise ich habe ihn wieder an meine Seite geholt. Und ich schaue gerade, Alexander, das sind 180.000 Euro, wa? Ja, das sind 180.000. Das ist ein alter Korkkeschern ist das. Von der feinsten Knüpfung, die es eigentlich gibt, von Keschern. Und es ist ein Teppich, der sehr selten ist, weil er die Farbe in Grün hat. Es ist ein ausgezeichneter Teppich, den man nicht in jedem Laden findet. Also das ist schon was Besonderes hier. Und der steht bei Alexander einfach mal so hier im Raum, ne? Wenn man es so hat. Ne? Ja, der laufen jetzt einfach drauf rum, aber das macht den kann auch schöner werden. Ich würde mich ja niemals trauen. Aber ich glaube, du hast noch andere edlere Teppiche. Möchte ich euch jetzt mal zeigen, das ist ein alter China, ein Peking, 150 Jahre alt. Jungs, bringt den Teppich mal her. Entschuldigung, was kostet der? Ungefähr 200.000. Ein Haus verkaufen. Ja, Haus, Wohnung. Aber es ist eben was Edles und behält seinen Wert. Sowas verliert nie seinen Wert. Okay. Normal hängen so eine Teppiche im Museum. Da gibt es auch einen ganzen Freihafen, glaube ich, gar keinen mehr von. Gibt es denn überhaupt noch Kunden, die so wirklich investieren? Teppiche sind wie Bilder, habe ich vorhin schon mal erklärt. Und das Teppiche verlieren ihren Wert nicht. Wenn sie alt sind, wenn sie edel sind und gut erhalten ist. Und das ist einer perfekten Zustand. Das ist eine Rosine unter den Teppichen. Und man sieht ihn hier, kann man ihn sehen.
Es ist ein Lila, eine ganz, ganz seltene Farbe. Und wie gesagt, es ist eines der hervorragendsten Teppiche, die überhaupt von China gemacht worden sind, die es heute nicht mehr gibt. Normal sind sie Museumsstücke. Aber der, steht der überhaupt zum Verkauf eigentlich, oder? Ja, er steht zum Verkauf. Okay. Man muss nur auch den richtigen Raum haben, wo er reinpasst, ne? Ja, eben. Also ich kann ja sagen, mein Wohnzimmer ist die Hälfte von dem Teppich. Dann sag ich dir nur eins, bau an. Anbauen und dann kannst du ihn legen. Natürlich, dafür müsste ich aber meinen Teppich verkaufen. Das macht nichts, ich nehme deine Zahlung. Ja, super. Also, der Deal ist ganz safe. Weil ich muss, darf ich mich, darf ich drauf? Macht den Teppich nichts aus. Ach so. Einfach drüber laufen, es tut nicht weh. Den Teppich nicht. Also mir auch nicht, jedenfalls. Was macht denn den Teppich so besonders? Also ich meine, ich bin ja nicht so ein Kulturbanause, bei Teppich bin ich es manchmal. Das ist einfach, weil es ein alter, klassischer Peking-Teppich ist. Es ist eine Verarbeitung und der Teppich ist perfekt erhalten. Hier ist nichts kaputt, hier ist gar nichts. Das ist ein Stück, als wenn er gestern gemacht worden ist. Und deswegen ist das so teuer. Und die gibt es nicht mehr, diese Muster gibt es nicht mehr. Die werden nicht mehr hergestellt, nirgends mehr. Guck mal, ich habe ja sehr viel heute von dir gelernt, Alexander. Wenn ich mir aber die Motive und das Ganze angucke, sage ich, ist halt ein Motiv, normal so. Nein, das ist kein normales. Was ist denn das Faszinierende, wo du sagst, das entfacht so eine Leidenschaft in mir? Der gesamte Eindruck von diesem Teppich, die Machart, die Farben, es ist klassisch, es ist eine Spezialverarbeitung, die es heute nicht mehr gibt. Die gibt es einfach nicht mehr. Genauso wie ein Bild von Leonardo da kannst du auch nicht mehr kriegen. Gibt's nicht, kann man eins nachmalen, ist es aber nicht. Das ist noch aus der Zeit. Und deswegen ist er so teuer. Man sieht, wenn man hinguckt, das ist nichts, gar nichts. An dem Teppich ist wie ein neuer Teppich. Und das ist das Besondere daran. Ich glaube, man muss dafür brennen. Ja? Man muss diese Leidenschaft. Man muss Teppiche lieben. Wenn man keine Teppiche liebt, dann ist es eben eine Sache, dann nichts für jemanden. Aber wenn man sie liebt, dann ist es schon was Besonderes. Und das ist was Besonderes. Wie kann man denn so einen Teppich, sagen wir es mal so, wenn jemand wie ich, ja, der kommt hier rein, ist so ein bisschen verunsichert, ist, ich weiß ja nicht, Teppich so, ist nichts für mich. Wie kann man so einen Menschen eigentlich davon überzeugen, dass es ja eigentlich ein Kulturgut ist? Er mag es oder er mag es nicht. Also. Man kann keinen Menschen von irgendwas überzeugen, was er nicht will. Menschen, sein Wille ist sein Himmelreich, so ist das nun mal. Also. Genauso ist es bei Teppichen, entweder man mag sie oder eben nicht, ganz einfach. Ganz einfach, komm mal zu uns. Georg, ja. So, Teppich, ich hängt heute ein bisschen in meinem Mund noch. Vater S. hat gesagt, das ist Kunst pur. Teppich ist so ein Leben für sich wahrscheinlich. Man muss ja wirklich sich damit auseinandersetzen. Aber wenn jemand daherkommt und so einen Teppich auch euch geben will, seid ihr auch bereit heutzutage, macht man das, dass man auch noch ankauft eigentlich? Ja, natürlich. Wenn es sich um gute Teppiche handelt, ist es für uns gar kein Problem. Wir kaufen diese Teppiche auch an. Ne? Wo habt ihr den eigentlich her? Nehmen wir mal. Den haben wir auch angekauft. Aber der war immer nur gelagert. Der ist nie benutzt worden. Und deswegen ist er Welcher verrückte Mensch hat denn das Ding im Lager und benutzt? Wenn ich das schon hätte, würde ich es benutzen. Gewesen. Das war auch ein Händler gewesen. Und der hat aufgehört und haben wir ihn gekauft. So haben wir das gemacht. Deswegen sind wir jetzt an diesem Teppich. Eine letzte Frage noch. Wer definiert eigentlich den Preis von so einem Teppich? Man sagt ja mal klassisch über Bilder, weil du mir immer diesen Vergleich mit den Bildern lieferst. Wir wissen das und das machen eigentlich Gutachter von der Handelskammer. Wir verkaufen nichts, was wir selbst schätzen. Ach so. So machen wir das. Es kommen Gutachter, die werden bestellt, die tun den Teppich begutachten. Dieser könnte zum Beispiel nach Sassi gehen oder nach Christi. Das ist kein Problem und die haben ihre Gutachter, die wissen, was das ist. Das ist noch besser wie wir wahrscheinlich. Weil die nehmen nichts an, wenn es nicht das ist, was es eben ist. Und deswegen wissen wir genau, was es ist. Er war ja schon mal da gewesen, bei Sassi, wie dieser Teppich. Und da lag er dann bei? Deswegen wissen wir genau, was er wert ist. Sonst würden wir es gar nicht so genau wissen. Die legen das fest. Also liebe Freunde, Gutachter. Und dann wird natürlich der Wert festgelegt. Und dann hat man ungefähr, dann weiß man, was so ein Teppich in diesem Falle kostet. So, liebe Freunde, der letzte Videoclip des Abends, der kommt nämlich jetzt. Währenddessen genieße ich mal ein paar Sekunden noch auf so einem teuren Teppich zu stehen. Wenn man schon sagt, wo warst du überall? Digga, auf dem teuersten Teppich der Welt. Und damit fliege ich nämlich gleich woanders hin.
wenn ich mal orientalisch, weißt du, Teppich, fliegender Teppich. Ha. Wir fliegen nämlich jetzt mit dem Teppich in die Wäscherei, denn dort möchte ich euch zeigen, wie so ein Teppich in Oldschool-Manier wirklich gut gehegt und gepflegt wird. Und wer schon immer meine sexy Beine sehen wollte, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Das Ganze nach dem nächsten Videoclip. Liebe Freunde, es geht natürlich ganz schnell mit dem Teppich geflogen Richtung Bramfeld in die Wäscherei. Und jetzt sind wir eigentlich in den heiligen Hallen des Sauermachens, oder wie sehe ich das, Georg? Genau, also wir sind jetzt hier in unserer Waschhalle. Ne, das ist jetzt hier die Fläche, wo gewaschen wird. Hier ist unsere Zentrifuge, wo die Teppiche von der Feuchtigkeit befreit werden. In den hinteren Bereichen haben wir unsere Klopfanlage und unsere Trockenkammer. Aber Bedo, ich sag dir eins, bevor wir hier jetzt weiterreden, ja? Einmal bitte Schuhe ausziehen, Hosenkrempel hoch, oh jo. Weil jetzt musst du mal dabei sein. Okay, also jetzt zeige ich euch mal, wie ein anatolischer Mann es richtig macht. Ich reiche kurz mal das Mikro weg an Diana, ja? Und dann mache ich mich frei mit dir. Okay, los. So, wohin den Jacken? Gehen wir mal hier hin. Danke. Danke. Den habe ich verloren hier letztes Mal, wisst ihr, ne? Dann, nee, ohne Stiefel. Ich zeig euch mal, wie ein wahrer anatolischer Mann das macht. So. So, und jetzt? Ach ja, ich brauche das Mikro, ja. Und nu? So, pass auf. Jetzt hole ich dir aber erstmal unseren Waschmeister her. Ja, der Waschmeister, jawohl. So. Kommen Sie mal bitte herkommen. Kommen Sie mal her, Herr Waschmeister. Sie müssen uns ja mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Wir haben den Herrn ja vorhin gesehen, da hat er noch geflickt und gemacht. Jetzt müssen Sie jetzt einmal vorstellen, damit wir auch mal wissen, wer Sie eigentlich sind. Mein Name ist Rose, Dieter Rose, und ich wollte einfach mal anfangs ganz kurz erklären, bitte, was es mit diesen Teppichen so auf sich hat. Das Wasser ist kalt, ne, nebenbei mal. Das Wasser ist richtig schön. Ich merke das gerade. Kalt und frisch. Die Sache sieht bei den Teppichen so aus. Wir haben es hier mit einem ca. 60 Jahre alten Karsteppich zu tun, der bestimmt in einem privaten Haushalt 30 Jahre gelegen hat. Das heißt, die Kinder, die in diesem Haushalt aufgewachsen sind, kennen diesen Teppich ihr ganzes Leben lang. Magst du das Mikro halten? Kannst gerne weiter. Für den ist dieser Teppich eigentlich kein großer Wert, außer es ist eine Dekoration aus dem Hause. So, jetzt irgendwann versterben aber auch mal die Eltern. Und dann sagen die Kinder, was soll ich mit dem alten Stück von der Mama machen? Den schmeiße ich auf den Müll, den schmeiße ich auf den Container, ohne zu wissen, was dieser Teppich wert ist. Dieser also Teppich muss man den mal hegen und pflegen, ne? Dieser Teppich muss aufbereitet werden. Dieser Teppich muss frisch gemacht werden, er muss jungfräulich gemacht werden und schon stellt er wieder einen effektiven Wert von etlichen 1.000 Euro dar. Danke ich dir. Ich denke, sowas gehört nicht auf den Container. Nee. Definitiv. Vielen Dank für die Erläuterung, liebe Freunde. An dieser Stelle sei erwähnt, das Wasser ist kalt, aber sehr kalt. Ich stelle mir nur die Frage, warum nimmt man kein warmes Wasser, Georg? Man muss auf die Farben aufpassen. Ah, okay. Das Schlimmste, was einem passieren kann, was auch bei vielen Wäschereien ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Teppiche nicht verlaufen. Das ist das erste Gesetz bei Teppichwäsche. Das können nur professionelle Leute machen. Dann leg mal los. Wir müssen das erst mal sehen, wie das funktioniert. Ja, ich mache jetzt erstmal den Teppich nass. Ja. So. Hey, das, guck mal, im Ghetto-Slang heißt das so, Dicker, ich mache dich jetzt nass. So. Und außerdem trete ich jetzt das Geld mit Füßen, nebenbei mal. Was hat der eigentlich für einen Wert, der Kollege hier unter meinen Füßen? Der hat so circa 6.000 Euro Wert. 6.000 Euro? Ich wollte schon immer auf 6.000 Euro rumtrampeln dürfen. So, und so. Mal einen Schrubber. Ja, der Schrubber, liebe Freunde. Der Schrubber. Ja, und der? Pass auf, ich nehme dir das mal jetzt ab. Du darfst ins Mikro reden, genau, und mir sagen, was ich tun muss. So, jetzt wartest du, bis hier das Shampoo aufgebracht wird. Ja. Oder warte, ich gebe das mal rauf. Das wird mit der Gießkanne gemacht. Das ist ein spezielles Teppich-Shampoo, welches wir nach eigenen Inkredenzien herstellen. Das ist speziell auf die Wolle und auf die Farben der Teppiche. Und dann schrubben?
Jetzt leg mal los, mein Freund. Und dann einfach hin und her schrubben, oder was? Ja. Warte, jetzt, gib du es mir mal vor. Mach mal vor, ich mach's nach. Also, man fängt theoretisch logischerweise in einer Ecke an. Richtig. Also, in einer Ecke wird angefangen. Schrubbe die Schrubbe. Erstmal den Teppich vor. Nebenbei mal, wie lange schrubbt man eigentlich an so einem Teppich? Also der wird 3-4 Mal hintereinander eingeschrubbt, dann wird das Shampoo letztendlich in den Teppich eine Zeit lang eingewirkt und dann so circa nach einer halben Stunde schrubbt man nochmal rüber und dann spült man mit viel Essigwasser. Ja. Im Grunde genommen fängt man hier so an und man geht so rüber, aber bevor man eigentlich den Teppich wäscht, muss er erstmal so circa einen halben Tag in die Klopfmaschine reinkommen, wo er dann letztendlich von alle Sandkörner befreit wird, weil das ist das Wichtigste, dass ein Teppich, bevor er gewaschen wird, eine vernünftige Klopfung bekommt. Und wow, es riecht aber ein bisschen streng, wenn ich das mal sagen darf. Woran liegt das eigentlich? Das ist das Essig, weil, wie schon gesagt, bei dem Teppich ist es sehr wichtig, dass die Farben nicht verlaufen. Und deswegen macht man Essig mit in diesen Shampoo rein. Und wie lange braucht man, also was für eine Zeit gibt es da? 2 Stunden, 3 Stunden? Wann ist so ein Teppich wirklich sauber oder wie lange müssen deine Leute hier rumschrubben? Das kommt auf den Verschmutzungsgrad an. Als erstes wird der Teppich gewaschen, dann wird er gespült und dann kann man erstmal sehen, wo sind noch Flecken. Dann geht man auf die Flecken nochmal ein, spült den Teppich dann nochmal, dann wird er nochmal von der Rückseite gewaschen. Das kann unter Umständen einen halben bis einen ganzen Tag dauern. Ja. Liebe Freunde, und dann sieht es ungefähr so aus. Ja, wir sind langsam am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hole noch mal David an unsere Seite. Du bist ja außer Atem, dann kann ich ihn vielleicht noch die letzte Sache eigentlich ihn noch fragen. Okay. Bist du ein bisschen aus der Übung, ne? Ja, ja. David, komm zu uns. Du bist aus der Übung. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ja, ja, ja. Aber ich kann es noch. Du kannst es noch. David, mein Freund, wir sind langsam am Ende unserer Sendung angelangt, aber ich dachte so, als Namensvetter, möchtest du vielleicht noch was hinzufügen? Wo können wir sowas mal live erleben? Können die Leute das mal auch vor Ort mal mit euch erleben? Selbstverständlich. Das ist auf jeden Fall das, was ihr jetzt gerade hier gesehen habt, oder besonders auch du, wo du es gerade selber mitgemacht hast. Das ist die traditionelle Handwäsche. Natürlich haben wir auch andere Servicebereiche, wie zum Beispiel An- und Verkauf. Wir haben natürlich auch einen Promotion-Informationsstand. Wir haben auch sogenannte Seminare. Das bedeutet, die Seminare, da können Senioren aus alten Seniorenresidenzen, Altersheime, können sie natürlich sogenannte Ich mach mal nebenbei weiter. Da kann man natürlich selbstverständlich... Deine Hand ist schwierig. Ja. Können Sie gerne zu uns ins Lager kommen und können sich dann natürlich gerne Informationen holen. Das ist gar kein Problem. Also... Das kann man auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch auf Sylt haben wir auch noch eine Anlaufstelle, wo man sich das natürlich anschauen kann. Und selbstverständlich in Hamburg, im AIZ, im Allzeithof-Einkaufszentrum, da habe ich einen Informationsstand und natürlich auch einen Promotionstand. Da kann man sich alle Informationen holen, die man dazu benötigt, wegen einer Teppichwäsche, Seminare, An- und Verkauf. Und wenn das für euch im Moment in den letzten ungefähr gefühlten 45 Sekunden zu viel und zu lang war, kein Problem, die Website wird natürlich unten eingeblendet. Da gibt es alle Informationen rundum zu den Inhalten, die uns gerade David gegeben hat. Und natürlich danke auch Georg, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich schrub mal eine Runde weiter, ich bin ja schon mal im Flow. Und in diesem Sinne, euch weiterhin viel Erfolg, dir weiterhin viel Spaß, dir weiterhin warme Füße und dir neue Schuhe. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bis demnächst. Tschüss. Oriental Night wurde präsentiert von Kaya Shisha. Enjoy with style.